Was mir gestern wichtig war, ist zunächst mal, dass Ihnen klar wird, wenn Sie Feinmotorik lernen, unter Feinmotorik meine ich zum Beispiel sowas, eine schnelle Tapping-Aufgabe, machen Sie das mal, ganz schnell, so schnell Sie können. Das ist, geht nur deswegen so schnell, weil Sie gleichzeitig die Impulse an die anderen Finger unterdrücken. Also die Feinmotorik ist immer der Abbau der ursprünglich angeborenen Grobmotorik. Unsere Hand ist ursprünglich gemacht worden für das. Unsere Hand ist nicht gemacht worden für das. Das haben wir erst so im Lauf der Akkulturation, im Lauf der letzten 200.000 Jahre gelernt. Funktioniert nur deswegen, weil in dem Moment, wo ich einen Zeigefinger hochhebe, der gleiche Impuls an Mittelfinger und an den Ringfinger unterdrückt wird. Das meine ich mit Unterdrückung der ursprünglich angelegten Grobmotorik. Und ich hatte gestern ja auch zum Beispiel erzählt, wenn Sie anfangen, Geige zu spielen, als kleines Kind, dann kann jeder von Ihnen das beobachten, dass die Kinder noch viel zu viel mitbewegen, hier in dem Bereich, dass sie den Bogen noch viel zu fest halten, da viel zu viel Druck einsetzen, auch hier viel zu viel Aktivität mithaben. Und im Laufe der ersten Jahre wird dieses zu viel an Muskelaktivität aktiv abgebaut, aktiv gehemmt. Das ist die Unterdrückung der Grobmotorik. Und wir haben selber einen Versuch gemacht, das habe ich gestern nicht gezeigt. Da mussten wir ein Schlagzeug schlagen, und zwar möglichst schnell, so in dem Stil. Und dann haben wir mit einer Bewegungsaufnahme haben wir dann die Mitbewegung der Muskulatur gemessen. Und dann kam raus, dass ich bin ein ungeübter Schlagzeuger, ich habe viel zu viel Oberarm mitgenommen, während die Schlagzeugstudenten, die bei uns das waren, die haben alles aus dem Handgelenk geschüttet. Und das liegt auch alles daran, dass ich eben für das Schlagzeug noch keine Feinmotorik habe, sondern nur die Grobmotorik. Das sollten Sie wissen. Und das Zweite ist, glaube ich, für Sie eben auch ganz wichtig. Man kann riesige Seminare über Üben machen und man kann fantastische Seminare über, wie soll man die Hirnphysiologie im Üben machen. Das Üben selber und die Sensomotorik des Musizierens ist eine selbstorganisierende Tätigkeit. Das geschieht durch Hören, Fühlen und Machen. Im Wesentlichen. Ein bisschen Sehen ist auch nur dabei, aber das ist gar nicht so wichtig. Hören, Fühlen und Machen. Und dann in diesem selbstorganisierenden System sucht sich der Körper die besten Lösungen. Und er findet sie umso schneller, je ausgeprägter mein Gehör ist, je feiner ich die klanglichen Konsequenzen wahrnehme von der Veränderung. Und er findet sie umso besser, je besser mein Körpergefühl ist. Wenn ich spüre, wo Spannung ist, wenn ich spüre, dass ich hier die Schulter hoch mache. Das ist alles etwas, was Sie gelernt haben und was Sie weiter lernen müssen, aber was Kinder eben noch nicht unbedingt haben. Also wenn Sie zum Beispiel, wenn ich an meine eigene Klavierstunde so mit 6 oder 7, 8 Jahren denke, dann habe ich zum Beispiel dazu geneigt, die rechte Schulter immer hochzuziehen. Und ich erinnere mich noch, dass meine Klavierlehrerin hat dann immer die Hand draufgelegt, um mir ein bisschen Wahrnehmung dafür zu geben. Ich selber habe es eben damals noch nicht gemerkt. Und erst später, in den folgenden Jahren, habe ich mir intuitiv das angezeigt, was der Professor Mantel den Scheinwerfer der rotierenden Aufmerksamkeit nennt. Wir nehmen einfach eine bestimmte Stelle, eine bestimmte erste 8 Takte und schauen einmal, ist die Fingerbewegung gut, dann ist meine Atmung dabei gut, ist meine Schulter dabei gut, ist meine Haltung dabei gut, ist meine Klangfarbe dabei gut. Ist die linke Hand gerade gut? Ist die rechte Hand gut? Also, dass man gewissermaßen mit einer Art von innerem Spotlight durch seinen Körper und durch seine Aspekte dieses Stückes fährt und die Stelle für Stelle nachfragt. Und das ist etwas, was eben für uns Menschen wichtig ist, dass wir beim Üben dann schon auch immer wieder überprüfen, welche Aspekte oder die verschiedenen Aspekte überprüfen, und die dann entsprechend dann auch verbessern, ja. Das ist auch ein Punkt. Genau, wenn man jetzt das 8-mal dann macht und jedes Mal einen anderen Fokus auf was anderes hat, dann hat man es ja jetzt 7-mal falsch gespielt und einmal richtig. Also wenn ich jetzt
einmal auf die Fingerhaltung achte, dann das und das und das. Und dann hat man ja 7-mal nicht auf die Fingerhaltung geachtet und es wahrscheinlich falsch gemacht und nur einmal richtig. Ja, das hoffe ich nicht. Das ist natürlich ein total gutes Argument, dass Sie sagen, 7-mal falsch ist viel schlimmer als einmal richtig. Da haben Sie schon richtig. Nee, wir gehen schon davon aus, dass wir den gesamten Übeprozess als Ganzheit so gut wie möglich machen, aber natürlich noch nicht perfekt. Und in dem Moment, wo ich dann jetzt auf meine Fingerhaltung achte, versuche ich das zu perfektionieren. Gleichzeitig versuche ich aber auch meine Atmung weiterhin gut zu machen. Und ich versuche natürlich auch weiterhin, sagen wir mal, den Notentext richtig zu spielen. Das Problem ist, dass unser Wahrnehmungssystem eben nicht achtfach tasken kann. Nicht mal Doppeltasken geht eigentlich wirklich gut. Sondern wenn man an etwas arbeitet, muss man die Aufmerksamkeit tatsächlich darauf hinlenken. Und das ist der Punkt dabei, dass wir nicht in der Lage sind, 8 Sachen gleichzeitig zu bedenken. Das geht, dieser Scheinwerfer, der wird immer schneller. Das ist wie ein Radar. Ja, wenn Sie dann Student sind, da geht es ratzfatz. Da brauchen Sie nur, also weniger als eine Sekunde, um diese 8 durchzumachen. Ja, das geht wahnsinnig schnell dann nachher. Aber am Anfang zum Einführen müssen Sie es gewissermaßen beim ganzen Stück erstmal ein ganzes Stück lang machen, halbe Minute oder sowas. Gibt es denn so pauschale Zahlen der Wiederholungen, die sinnvoll wären? Das ist auch eine total gute Frage. Die gibt es eigentlich nicht, sondern das hängt ganz von jeder Aufgabe ab. Und das hängt genau wieder mit dieser Übelkurve, mit der Penelope-Kurve ab. In dem Moment, wo Sie merken, die Wiederholungen bringen nichts mehr, sonst wird eher wieder schlechter, dann bitte aufhören. Die Sensormotorik geht eben über Hörwahrnehmung und über Körperwahrnehmung. Und das Entscheidende ist halt bei der ganzen Geschichte, das muss nicht immer bewusst erfolgen. Man muss da nicht immer drüber reden können. Und das ist, glaube ich, auch was bei uns Menschen ein klein bisschen ein Problem ist, dass wir Denken zu stark an verbales Denken koppeln. Also 90% des menschlichen Denkens geschehen nonverbal. Wir denken in Tönen, wir denken in Klängen. Gerade eben ist neben mir, habe ich das Mendelssohn-Oktett gehört zum Beispiel. Da denkt man dann, wie das Stück weitergeht. Das wird nicht verbalisiert. Architekten denken in Formen, Maler denken in Farben. Und wir haben ein unglaubliches, wir denken oft auch in Gesichtern, wir denken in Beziehungen, aber wir denken nicht unbedingt in Worten. Ja? Das ist nur ein kleiner Teil unseres inneren Kosmos, wenn man so möchte. Und das ist eben beim Üben auch so, man muss nicht alles verbalisieren können. Ja, das ist ein falscher Anspruch. Und das Ganze nennt man eben Handlungslernen. Ja, das Lernen durch Tun. Und deswegen hilft es nichts. Üben muss man üben und üben muss man machen. Das ist einfach klar. Aber das wissen Sie alle und es macht auch Riesenspaß. Wir haben gestern eben gehört, zunächst mal, dass wir eben unsere persönliche Leistungskurve rausfinden müssen, dass die jeden Tag anders ist, für jedes Stück anders ist. Und von Hormonen abhängt, vom Wetter abhängt, von den Gesamtbelastungen des Tages abhängt. Und dass es wichtig ist, dann, wenn man müde ist, nicht mit der gleichen Aufgabe fortzufahren, sondern dann zu unterbrechen, Pause zu machen und was Neues anzufangen. Um dann nicht eben die ungünstigen Auswirkungen der Ermüdung in unserem Bewegungsgedächtnis einzuspeichern. Dann habe ich Ihnen gezeigt, dass Sie das Tempo so steigern können, indem Sie relativ früh schon kleine Segmente zusammenfassen können und diese kleinen Segmente dann nach und zusammenfassen und schnell spielen können und diese kleinen, schnellen Segmente dann nach und nach zusammenkleben. Und ich habe Ihnen nochmal erzählt, dass eben die Steigerung von langsam in schnelles Spielen geht eben nicht graduell, sondern es geht, wenn man so möchte, stufenförmig. So wie der Unterschied zwischen Gehen und Laufen ist, so gibt es einen Unterschied zwischen geführtem Spiel, also genau überprüftem Spiel, und dann schnellem, geplantem Spiel. Ja, das ist eben dieser Übergang und deswegen schon in relativ frühen Phasen des Lernens mit dem schnellen Spielen beginnen. Dann haben wir einen Versuch gemacht zum mentalen Üben und da erinnern Sie sich eben auch noch daran, dass wir also das Stück einerseits strukturell analysieren, andererseits innerlich hören können, dann die Finger dabei spüren können oder sogar bewegen können auf der Tischplatte, dann zusätzlich aber auch fühlen können, wie es sich anfühlt, uns selber beim Spiel dieses Stückes sehen können. Und das sind eben dann 5 tolle Schlüssel, um ein Stück zu erarbeiten. Dann sind Sie völlig stabil,
wenn Sie dann in einer Aufführungssituation plötzlich nicht mehr wissen, geht es jetzt in die Dur-Dominante rüber oder geht es in eine Moll-Variante, und dann finden aber Ihre Finger den Weg und ihre Gefühle zeigen Ihnen den Weg. Das ist eben sehr schön. Das haben wir letztes Mal nicht beantwortet. Soll man ein oder mehrere Stücke durcheinander üben? Wenn Sie jetzt, Sie haben jetzt 2 Stunden Zeit. Sie haben im Moment gerade, nehmen wir mal das Klavier als Beispiel, Sie spielen Debussy aus dem Prélude irgendwelche Stücke, dann spielen Sie eine Beethoven-Sonate, dann haben Sie ein neues Stück von Szymanowski aufgekriegt und dann haben Sie noch vielleicht ein Bach-englisches Suite, die Sie nochmal wieder auffrischen müssen. Wie machen Sie das in den 2 Stunden? Wenn Sie jeden Tag 2 Stunden machen, wie würden Sie das angehen? Es gibt ja verschiedene Typen. Die einen sagen, ja, am Mittwoch mache ich Szymanowski, am Donnerstag mache ich Bach, am Freitag mache ich Beethoven und am Samstag mache ich Debussy. So würden Sie es nicht machen, schätze ich mal, oder? Wie würden Sie es machen? Natürlich tun Sie die Stücke abwechselnd. Das ist völlig klar. Und zwar gibt es da sehr gute Hinweise darauf. Wenn man in einer Übersitzung mehrere Stücke erarbeitet, dann ist es wohl so, dass unser Gehirn die Stücke, wenn wir die dann wechseln, das erstgeübte Stück besser abspeichert und besser im Gegensatz zum nächstgeübten Stück einspeichert, sodass es vertieft abgespeichert wird. Es wird längerfristig abgespeichert. Der Effekt, wenn Sie an einem Stück sehr lange üben, ist kurzfristig besser. Sie können den Szymanowski zum Beispiel tatsächlich besser lernen, wenn Sie ihn an einem Tag 2 Stunden üben, als wenn Sie ihn, sagen wir mal, in 3 Tagen eine Dreiviertelstunde üben. Kurzfristig ist er besser, langfristig ist er schlechter. Das heißt, wenn Sie langfristig behalten wollen, ist es besser, gemischt zu üben, gemischt durchzuüben. Und das liegt eben an der Vertiefung des Gedächtnisses, dass unser Gehirn, wenn es konkurrierende Gedächtnisinhalte zu speichern hat, Debussy, Szymanowski, Beethoven, Bach, dass unser Gehirn dann die einzelnen Inhalte vertieft einspeichert. Ja, also das ist wichtig, dass Sie da, gibt es eine sehr gute neue Studie, vor wenigen Monaten erschienen, das hat eine Klarinettistin gemacht, Frau Carter, finden Sie in Frontiers of Psychology, das ist eine englische Arbeit aus Kanada von Frau Carter als Erstautorin und Laurel Trainor als Zweitautorin. Das ist eine Klarinettistin, die hat Klarinettenstudenten gebeten, Weber-Konzert und verschiedene Etüden, 4 Stücke, entweder geblockt zu üben oder durcheinander zu üben. Und hat dann gemessen, wie schnell sie gelernt wurden und wie lange sie behalten wurden. Und zwar eben so, dass das Durcheinanderüben längerfristig wirksam ist. Was kann da noch eine Rolle spielen, außer dieser Gedächtnisvertiefung, wenn Sie mehrere Stücke durcheinander spielen? Was ist da noch günstig? Es ist genauso, wie Sie sagen. Also wir haben eben verschiedene Bewegungsmuster, wir haben verschiedene Muskeln, die beansprucht werden, die sich dann eben schön abwechseln. Und wir haben vor allem auch höhere Motivation, weil es interessanter ist. Ja, es ist interessanter, schlicht und einfach. Und das hatte ich ja gestern Ihnen auch eben noch gesagt beim Üben. Eine der großen Künste von uns ist es ja alle, uns beim Üben motiviert zu halten. Da sind wir ja dafür verantwortlich. Und da macht jeder, hat er seinen Weg. Wie hält er sich motiviert beim Üben? Und dazu gehört tatsächlich dann auch, dass ich zum Beispiel die richtige Reihenfolge, welches Stück ich wann spiele. Also dass man mit dem richtig harten Zeug, fange ich immer erstmal an. So wie ich am Morgen als erstes immer die ganz unangenehmen E-Mails mache. Und dann so im Laufe des Tages kommen dann die eher angenehmeren Sachen dran. Ja, also das ist hier klar, bitte die Stücke durcheinander üben. Dann Variationen sind absolut wichtig. Variiertes Stück, da gibt es in der Zwischenzeit relativ viel gute Daten aus den Sportwissenschaften. Sie kennen alle diese berühmten Basketballstudien, wo die Basketballnationalmannschaften so trainiert wurden, dass sie den Ball in 5 verschiedenen Variationen um den Korb rum platzieren mussten und dann nur einmal in 5 Zyklen in den Korb rein. Und dann stellte sich raus, dass die absichtlich ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu tief, ein bisschen zu links, ein bisschen zu rechts gespielt hatten, dass die dann letztendlich verbessert in den Korb gefunden haben. Und das wird erklärt damit, dass unser Nervensystem
durch die Variationen dann auch gleichzeitig anpassungsfähiger bleibt an ganz kleine Störvariablen und schneller darauf reagiert. Und nicht so fixiert ist auf einen einzigen Weg. Und dass diese schnelle automatische Lösungsfindung dann die Wahrscheinlichkeit der richtigen Lösung hoch bedeutsam erhöht. Also das ist variables Üben, das heißt, machen Sie Variationen. Wir haben an der Querflöte zum Beispiel ganz viele Möglichkeiten. Ein Beispiel, was wir immer gemacht haben, ist zum Beispiel ein Stück eine Oktave höher zu spielen. Dann einfach zu erschweren. Stücke granatenmäßig zu erschweren. Und dann nehmen Sie ein Mozart-Quartett, zum Beispiel einen langsamen Satz aus dem D-Dur-Quartett. Und spielen den wunderschönen Pianissimo eine Oktave höher. Dann haben Sie den emotionalen Ausdruck. Sie haben diese wunderbare, klare, mondscheinähnliche Piano-Sache. Die Streicher machen ja nur Pits dazu. Und gleichzeitig ist es so um so viel schwieriger, was Atemführung, Lippenflexibilität, Fingerwechsel angeht, dass Sie dann, wenn Sie es nachher wieder zurückspielen, in der mittleren Oktave geht es fantastisch. Ja, also das ist so ein Beispiel. Stücke erschweren ist da immer sehr, sehr hilfreich bei den Variationen. Oder auch einfach ein Stück dann in einer anderen Tonart. Also das C-Dur-Präludium aus dem wohltemperierten Klavier gleich mal als nächstes in Cis-Dur zu machen. Ja, das ist so ein Beispiel. Pausen hatte ich Ihnen, das brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht zu sagen. Alle Gedächtniskonsolidierung geschieht in den Pausen und im Schlaf. Also wenn wir ein Stück erüben, dann erstellen wir ja Bewegungsgedächtnisse. Und das läuft jetzt physiologisch so ab, dass unser Gehirn kriegt Milliarden von Informationen. Irgendwie ich übe Mozart, Flötenpartie, da, 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 das wird alles hier eingespeichert, der Klang, die Bewegungen, meine Bewertungen, zu tief, zu hoch, zu laut, zu leise, schlecht geatmet und so weiter. Das wird gespeichert. Und in diesem Zwischenspeicher, während ich spiele, erst in der Pause werden die Synapsen verknüpft. Und die werden am besten verknüpft im Schlaf. Und deswegen ist es extrem effizient, wenn Sie die Möglichkeit haben, ich habe es leider nicht, zum Beispiel einen 20-minütigen Mittagsschlaf zu machen, nachdem Sie schon am Morgen 2-3 Stunden geübt haben. Weil dann nämlich der Inhalt vom Morgen schon mal abgespeichert und zwischengespeichert wird. Ja? Und es ist extrem wichtig, wenn Sie sehr viel lernen müssen, ausreichend lange zu schlafen. Unser Gehirn sucht sich die Zeit, und unser Gehirn signalisiert uns durch Müdigkeit, wenn es gewissermaßen jetzt überfordert ist und jetzt Zwischenzeit braucht zur Konsolidierung. Die Konsolidierung, das kann man in der Zwischenzeit auch genau nachweisen. Da gibt es Untersuchungen. Man hat also Menschen im Schlaf während der Gedächtnisbildung gemessen. Und da, die führt dazu, dass im Stirnhirn, wo geplant wird, da wird eher deaktiviert. Und es wird im Wesentlichen auf eine Aktivität der Gedächtnisstrukturen im sogenannten Hippocampus und auf eine Aktivität der motorischen Automatisierungsstrukturen in den Basalganglien, auf die ich gestern so abgehoben habe, wird aktiviert. Das passiert dann im Schlaf. Und wenn Sie schlafen, dann versuchen Sie gut zu schlafen. Wie schläft man gut? Stille, angenehme Raumtemperatur, was noch? Stimmt? Nicht aufs Handy schauen, also wissen alle, die letzten Stunden keine sogenannten sozialen Netzwerke mehr. Man ärgert sich nur, ja, und man wird irgendwie aufgekratzt und ist genervt, weil man da nicht eingeladen wird und genervt, dass der schon wieder was morgen will und so weiter. Das ist ganz wichtig, ja. Ist nicht auch das Licht von dem Bildschirm? Ist auch das Licht von dem Bildschirm, aber es ist vor allem der Inhalt, der stört. Und vorher nochmal bewegen, ist eigentlich gut, also so nachts nochmal etwa 1 bis 1,5 Stunden vorm Schlafen nochmal eine schnelle Runde drehen, irgendwie ums Viertel rum oder nochmal irgendwas machen, ein paar Übungen machen, hilft total gut. Nicht unmittelbar davor, sondern etwa eine Stunde davor. Kein Alkohol. Also es ist halt so, also ich bin jetzt nicht ein absoluter Verfechter der absoluten Abstinenz, aber der Alkohol zerstört das Schlafmuster. Und da wird der sogenannte Non-REM-Schlaf, der wird ein bisschen reduziert. Das heißt, der Tiefstschlaf, der wird beim Alkohol zerrissen und der wird dann oft nicht erreicht. Und deswegen haben wir beim Alkohol dann hinterher eine schlechtere Gedächtnisbildung. Und wer viel Alkohol trinkt,
hat auch ein schlechteres Gedächtnis. Und das kann man sehr gut nachweisen mit Wortlisten und so weiter. Das ist in der Bevölkerung nicht so bekannt. Aber Alkohol tut ein Gedächtnishormon im Gehirn praktisch stören und führt eben dann dazu, dass sich die Einspeicherung geringer ausprägt. Alle wissen das, wenn sie wirklich viel zu viel getrunken haben, dann wissen sie zum Beispiel nicht mehr, was sie am Abend davor gemacht haben. Ja, das ist so ein Beispiel, wie der Alkohol auf das Gedächtnis wirkt. Das ist also wichtig fürs Schlafen. Pausen, Lernen von Mitschülern ist dann immer gut, wenn sie Hinweisreize bekommen, was der Mitschüler richtig und was er falsch macht. Da ist also das Prinzip in Frankreich, wo ich eben studiert habe und eben auch in Freiburg, dass man Klassenstunden macht und dass man den ganzen Unterricht mit der ganzen Klasse öffentlich macht. Fantastisch, wenn es gut moderiert wird. Der Lehrer muss gewissermaßen auch auf die Stärken des Schülers hinweisen und auch auf die Schwächen des Schülers dann. Und da kann man total viel davon profitieren. Es kann unglaublich schlimm sein, wenn man in einer Stunde, die nicht gelingt, zuhört. Insofern, da lernt man dann nicht viel von Mitstudenten. Aber wenn es ein gut moderierter Unterricht ist, der auch auf einer Art von, sagen wir mal, partizipativen Auge-in-Auge-Kultur, auf Ernstnehmen von Lehrenden und Lernenden einhergeht, dann kann man von den Mitschülern total viel lernen. Das ist ein großes Argument, was auch immer wieder gesagt wird für die sogenannten Gruppenunterrichte an den Musikschulen. Klappt aber wirklich nur, wenn es gut moderiert wird und wenn es gute, passende Gruppen sind. Klappt nicht, wenn es einfach nur verordnet wird. Und dann Feedback. Das ist will ich jetzt als Letztes noch sagen, wie gebe ich meinen Schülern Feedback? Wie lernen sie das? Also sie geben jetzt Unterricht, zum Beispiel Cello-Unterricht, und ihr Schüler spielt jetzt Brahms, E-Moll Sonate, und so weiter. Wie geben sie Feedback? Genau, also auch erfahren, was richtig gemacht wird, nicht das Schlechte verschleiern, aber das, was auch richtig gemacht wurde, wirklich betonen. Authentizität, ehrlich, absolut. Spüren die Schüler sofort, wenn die Lehrer sagt, war gut, und selber weiß man, es war richtig beschissen. Was gibt es noch hinten? Ja, genau. Nicht nur sagen, sozusagen, dass etwas falsch gewesen ist, sondern warum es sozusagen anders sein sollte. Ja, genau. Also ein bisschen auch an die Reflexion des Schülers dann auch appellieren. Genau, da gibt es so ein paar Grundregeln. Also jetzt mache ich mal einfach so, zeige ich Ihnen mal meinen Flötenunterricht, wie ich den hatte in Rottweil. Ich hatte einen guten Flöten, fand ich. Also es war so, ich spiele. Und meine Flötenlehrerin saß so am Fenster und machte so ihre Fingernägel, da ein bisschen feilen, hier ein klein wenig schneiden. Und dann hatte ich den ersten Satz von Pergolesi Flötenkonzert fertig und dann sagt sie 2 bis 3. Okay, war die Schulnote, 2 bis 3. Das war mein Feedback. Und nächste Woche machst du den zweiten Satz und den dritten Satz. Okay. Da kann man sich jetzt denken, ist das gutes Feedback? So in Schulnoten, 2 bis 3? Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile von so einem Feedback? Offensichtlich hat es ja irgendwie was gebracht, bei mir zumindest. Was sind die Vorteile von so einem Feedback? Naja, man weiß, dass es eben keine 1 war, ja. Und weiß, dass man entweder mehr machen muss, wahrscheinlich, ja, auch automatisch, je nachdem, auf welchem Stand man ist, so, also lerntechnisch, wie sehr man einschätzen kann, wie es ungefähr war, vor allem, wenn man dann eine Bewertung von außen nochmal bekommt. Total richtig. Genau, also man weiß, wo man ran ist, und man weiß, und was denken Sie, was habe ich denn gemacht dann in der Woche? Ich habe für meinen ersten Satz nur eine 2 bis 3 gekriegt. Was habe ich gemacht? Ich habe mir überlegt, was war falsch. Ich habe die ganze Woche drüber gegrübelt, ja, warum hat es ihr der Frau Albiger nicht gefallen? Und habe tatsächlich dann nochmal auch dran geübt, weil ich schon ein bisschen perfektionistisch veranlagt war. Er hat also einen Denkprozess bei mir angestoßen. Das fand ich schon interessant. Geht nur bei fortgeschrittenen Schülern. Ist klar, also ich war damals etwa 13. Man nennt so ein Feedback, das nennt man sogenanntes summarisches Feedback. Und das summarische Feedback, das wird bei fortgeschrittenen Schülern, die schon selber Techniken gelernt haben und die auch schon sich selber gewissermaßen überprüfen können, kann man es gut einsetzen. Voraussetzung ist, dass der Schüler wirklich
auch dann bereit ist, an sich zu arbeiten und sich zu verändern. Problem ist, dass eben Schüler dürfen nicht abhängig werden vom Lehrer. Ja, das kennen wir ja auch, dass es Menschen gibt, die praktisch immer nur auf das Urteil ihres Lehrers angewiesen sind und dann davon eine Abhängigkeit entwickeln. Also grundsätzlich bei, sagen wir, einem 10-jähriger Schüler, dem Instrument, in dem sie unterrichten, sie fragen ihn erstens mal, hinterher erstmal, wie hast du es gefunden, wie ist es dir gelungen im Moment? Das ist immer eine ganz gute Regel. Das finden die Schüler zwar meistens ein bisschen doof und sie wissen nicht, was sie sagen sollen und eigentlich fanden sie es gut, aber die Lehrerin meint sicher, es war nicht so gut. Also soll ich jetzt sagen, dass ich es eigentlich gut fand? Und damit muss der Schüler dann, da muss er durch gewissermaßen. Und dann sagt er, ja, ich fand es eigentlich da ganz gut, da war es vielleicht jetzt noch nicht so gut. Das lernen die Schüler, darüber nachzudenken, also eine Selbstevaluation zu machen, das ist der erste Schritt. Dann anschließend ist es so, dass dann in aller Regel der Lehrer tatsächlich auf die positiven Sachen, also ich finde, diese 16-Läufe sind dir diese Woche schon wirklich viel, viel besser gelungen als letzte Woche. Und das muss authentisch sein. Es hat keinen Sinn, dass der Lehrer was sagt, was schlecht ist. Das merkt ein Schüler ganz sofort. Ich würde mich als Lehrer auch ganz, ganz zurückhalten mit so Äußerungen. Die Woche hast du aber viel geübt. Denn wir wissen es oft nicht. Also oft ist die Stunde total gut, obwohl der Schüler ganz wenig geübt hat. Und umgekehrt. Oft hat er viel geübt und in der Stunde gelingt es überhaupt nicht. Und dann geht es weiter. Dann was Positives sagen. Die 16 sind dir sehr gut gelungen. Ich denke, du solltest noch daran weiterarbeiten und dann muss man ihm auch die Mittel geben, woran er weiterarbeiten muss. Also wie er daran weiterarbeiten muss. Und das heißt im Unterricht dann auch mit ihm üben. Ganz entscheidender Punkt. Und das war also, wenn ich an meinen Flötenunterricht denke, an der Musikhochschule noch. Ich glaube schon auch, dass wir sicher etwa die Hälfte davon haben wir gelernt, auch wie man bestimmte Stellen übt. Das wurde einfach dann in der Klasse gewissermaßen vorgemacht, wie man bestimmte Probleme löst. Unterricht ist ja Problemlösen. Das fand ich, finde ich, eine ganz wichtige und schöne Sache. Ich hätte auch gerne gewusst, wie Sie die Maniküre gefunden hatten bei Ihrer. Ja, also die hatte immer total gepflegte Fingernägel. Und ich habe das als Besonderheit völlig toleriert als Kind. Ich habe das absolut toleriert. Das war bei Frau Albiger so. Ich habe sie gemocht. Ich habe sie gemocht. Mich hat das nicht gestört. Mich hat auch nicht das, ich war daran gewöhnt. Ich dachte, 2 Minus und 2 Plus und ab und zu gab es auch mal eine 1. Ja, das war auch schon okay. Aber das fand ich nicht. Der Kinder sind ja tolerant irgendwie. Ich glaube auch, dass sie mich schon, das spürt man, sie hat mich einfach auch gemocht. Ich war natürlich auch einer ihrer besten Schüler. Also ich find, das Üben ist was total Tolles, ist ein Privileg. Und es ist eben auch für uns alle, ich finde es eine tägliche Quelle des Glücks. Und zwar deswegen, weil wir den Morgen anfangen mit der Ungewissheit, wie weit werde ich heute kommen. Ja, vor uns ist gewissermaßen eine wunderschöne Berglandschaft. Und wir wissen noch nicht ganz genau, kommen wir auf den einen Gipfel oder sind wir auf der Alm davor. Und im Laufe des Tages durch diese Unsicherheit, die da ist, in Sicherheit verwandeln. Und der Prozess dieses Verwandelns, der wird von uns mit Glück und Wohlbefinden belohnt. Das nennt man dann auch Flow. Ja, das ist dann, wenn man das Zeitgefühl verliert und plötzlich ist es ja schon 19:30, obwohl ich denke, es ist erst 17:30. Das sind Glücksgefühle, das ist ein Privileg. Also Sie als Musiker Beruf auch. Es ist ein privilegierter Beruf. Es ist ein privilegierter Beruf. Da haben Sie so viel an tollen Sachen anderen Leuten voraus. Und deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn man nicht so viel Geld dabei verdient.